Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge hier von Hardware Engineers in der zweiten Staffel auf Microhunter TV. Ich bin der Iceway und begrüße euch natürlich wieder ganz herzlich. So, wir sind immer noch am Overclocking, versuchen auch die AMD-Maschine hier aufzupeppen. Haben jetzt statt der Base Clock einfach mal die CPU Clock erhöht. Beim Bus Clock kam man nicht weiter. Gucken wir mal, ob wir jetzt beim Base Clock weiterkommen. Beim CPU Clock, so. Ich kriege hier nur Blödsinn vor mich her. Nein, erstmal nicht. Jetzt versuchen wir es wieder mit dem Strom. So, hi, mein Computer ist unglaublich langsam. Kannst du das für mich beheben? Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Hoffe ich zumindest mal. So, wir gehen mal in der Spannung höher. Also bei 1,33 hatte er dicht gemacht beim Strom. Hängt aber auch immer schon mit der restlichen Konfiguration zusammen. Also kann man jetzt nicht so sagen, als wie auch das Spiel doch einfach auf 1,32 und macht dann den Rest. Aber das kann man so jetzt einfach mal nicht sagen von Hause aus. So, bisher ist noch alles ganz. Gut, sieht ja schon mal gut aus. Dann fahren wir die Kiste mal hoch und machen mal, gucken wir nach Viren. Zu langsam ist ja meistens ein Virenproblem. Ja, so, dann installieren wir mal den Virenscanner hier von der kleinen NAS-Server. Der testet immer noch. So, jetzt lassen wir den Virenscan laufen und beobachten währenddessen lieber das hier. Und er hat Error in Core 3 detected. Okay, dann fahren wir runter und machen wir den Strom noch höher. Vielleicht lassen wir ihn nicht noch wenigstens noch eine kleine Stufe höher kriegen, als wir ihn schon hatten, sagen wir mal. So, dann nochmal den Strom. Wenn wir nur 4,1 GHz kriegen, dann wäre das schon eine Hausnummer. Also stabil kriegen auf 4,1 GHz. Das ist immer das Problem, er muss stabil sein. Starten kann ich ihn damit, aber er läuft nicht stabil sonst. Und er muss stabil sein. So, er hat einen Virus gefunden, dann tun wir den mal gleich neutralisieren. So, wir sollen wieder Rechner zusammenbauen. Für 1500 Ocken. 4 Kern Locked CPU Verhältnis, eine GPU, MCI 3 GB Speicher und 56 Watt Netzteil. Der Rest ist vollkommen Schnuppe. Gut, machen wir auf jeden Fall. Komm, gib mir einen Pass. Komm schon. Ja. Wieder Error. 70 Grad, 71 Grad hat er schon wieder erreicht. So, den können wir runterfahren. Der ist fertig. Dann müssen wir ihn gleich mal wieder zusammenstellen. Will den hier stabil kriegen. Bei 4,1 GHz, das wäre mal was. So, der ist dann fertig. Das ist der von Hinningen. So, wir können ja währenddessen jetzt der nächste Scan läuft, nämlich mal schauen, ob wir jetzt hier für Zitan schon mal den Rechner zusammenstellen. So, sie hat keine Gehäusewünsche, also wieder mal das P800, wie immer. Und sie möchte nur einen 4-Kern-CPU mit Locked-Verhältnis. Also ist es vollkommen egal eigentlich, welches Board wir kaufen. Das heißt, wir können hier so was von günstig rangehen. Das ist unglaublich. Wir können Intel nehmen. Wir können hier Netzteil allerdings einen Wunsch, würde ich 650 Watt haben. Aber welches ist hier auch echt Schnuppe? Also nehmen wir das günstigste mit 650 Watt. Wir können aber auch 660 Watt nehmen. Kriegen wir günstiger hin. So. Oder nehmen sogar 700. Kriegen wir noch günstiger hin. So, nach Preis. Das erste, was den Betrag hier, 97,90. So, wäre mehr als gewünscht. Ja, keine Angst, bestelle ich dir ein E3 3380. Bestelle ich dir mal gleich mit. Ein E3 3380. So, schon mal drin. So, jetzt für, warte mal, Board. Haben wir schon Board drin? Ja, ein MZI 420 haben wir genommen.
Das ist ein Intel, okay. Brauchen wir Prozessor nach Preis. Den günstigsten Intel ist der hier. Hat ja keine weiteren Wünsche. Ah ne, soll ein 4-Kern sein. Okay. Also müssen wir wenigstens ein 4-Kern-Intel nehmen. So. 4-Kern mit Locked-Verhältnis. Okay, hat er. Gut. Overclocking ist immer noch nicht passt. Nee. 72,3. Weiß nicht, ob wir da noch genug hinkriegen. So, wir haben jetzt schon mal ein Gehäuse. Ein Netzteil, Motherboard, Prozessor. Grafikkarte fehlt noch. Ist ein Wunsch von einem CPU von MZI mit 3 GB Speicher. MZI, 3 GB Speicher auf jeden Fall. Das wäre schon mal die hier. Mit DirectX 11.2 allerdings. Das hat die nämlich nicht. Also müssen wir mal gucken. Was hätte die hier? Das hätte auch die nicht mehr. Das hätte aber die. Oder die nicht. Die auch nicht. Okay, dann ist es eigentlich nur die. Ja. 750 Di. Okay. So, Grafikkarte ist drin. Speicher. Warte mal, das Board, muss ich nochmal gucken, unterstützt bis zu 1600. Und hat, glaube ich, 4 Slots. Das 4 oder nur 2? Ne, es sind 4. Speicher bis 1600, also DDR3, bis maximal 1600. Aber wir können ja günstig rangehen. So. Ich hatte da keine Wünsche beim Speicher. 4 GB DDR3 passt. So. War aber ein neuer Kunde da. Du hast ein Problem. Okay, gut, kümmern wir uns gleich drum. Bootmenü 1,31. Das könnte aber schon zu viel sein wieder. So, Speicher, Festplatte brauchen wir noch. Keine Wünsche. Ja, das war klar. Bleibe da wieder zu heiß. Na gut, da kommen wir also nicht mehr ran jetzt an den anderen Punkt. Müssen wir also wieder zurückgehen hier auf den vorherigen Wert, der zuletzt funktioniert hat. Das ist der hier. Und machen wir trotzdem noch mal ein Benchmark jetzt. So, Festplatte haben wir jetzt auch. Genau, Lüfter sind keine gewünscht. Ob das Laufwerk nicht gewünscht, Kühlung nicht extra gewünscht. Die Seriennummer müssen wir natürlich drin haben. Gibt es Windows 8 wieder. Und der ganze Rest ist ja nicht gefordert. Also, für 1033 kaufen wir es, für 1085 verkaufen wir es. Und den haben wir, wir kaufen sogar für weniger, weil die haben wir den CPU noch mitbestellt. Für ihn hier, den, was wollte er haben, den 3380, den da, für 160 haben wir noch mitbestellt. Und hier ist ein Problem, was war es nochmal, unglaublich langsam, kannst du das für mich beheben. Ja, gucken wir mal, ob es ein Virenproblem ist, gehe ich mal fast von aus. So, Benchmark, Start, Benchmark und lass mal laufen. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier für ein Benchmark hinlegen. Mit diesem Rechner. Ich suche einen Icarus SS2. Verkauft ihr die? Ja, klar verkaufen wir die. Wir verkaufen alles, was ihr wollt. Ein Icarus SS2 natürlich wird natürlich gekauft. Was wolltest du haben? Was wollte über den Intel? Das ist bestellt, das ist in Arbeit, das ist in Arbeit. Gut. Alles erledigt, alles in Arbeit. Soll wir spulen, haben nichts zu tun sonst. Und gucken, was der Benchmark ausspuckt. Weniger. Das ist zu wenig. 12.175, das ist zu wenig. Das sind jetzt wahrscheinlich wirklich die Kerne, die das denn zu wenig machen. Von der Leistung her war er besser von der CPU her, von der Gesamtleistung her. Aber so war er, ist er schlechter. Gut. Dann bauen wir das Ganze wieder zurück auf Intel und Intel E9. Genau, zack, zack. Mit unserem super tollen Wasserkühlung. So, Kühler muss da oben ran. Die zwei Lüfter dazu wieder. So, Stecker drauf. Lüfter, Lüfter. So, der super toll. Achso, hier kann ich natürlich jetzt nicht diesen A-Speicher mehr nehmen. Der geht natürlich nicht. Aber der geht. So, die drei Grafikkarten. Fehlt noch was?
Nein, nein, das gehört zu der Konfiguration hier. Ne, alles da. Gut. Liefermensch liefert uns die Teile für den Computer, den zusammengebaut werden muss. Müssen wir erstmal starten wieder und erstmal hier. Kannst du meinen Computer auf 48 GB? Ja, können wir machen, ist kein Ding. So, wir bauen aber erstmal den anderen zusammen für Citan. Wir haben 5 Aufträge aktuell. 5! Das ist, so viel hatten wir schon lange nicht mehr, glaube ich. So, MZI, dann hatten wir den E5. Dann hatten wir die GX57DI. Dann hatten wir den winzig kleinen Speicher, die winzig kleine Grafikkarte, den Stockkühler einfach nur. Free Slide Netzteil mit 700 Watt. Das kann weg. Hier ist der Kunde mit der CPU. Bitteschön, ja, haben wir schon mal wieder los. Was wolltest du haben? Also den Icarus. Der ist auch gerade schon gekommen. So, das gehört zu der Konfiguration, das gehört dazu. Okay, kann hochfahren. Bootmenü mit Windows. Ach so, ich habe kein Laufwerk eingebaut. Ja, genau. Ausschalten. So. Laufwerk. So, jetzt aber. Bootmenü Windows 8. So. Na komm. Installieren. So, und du hier. Dann müssen wir die Treiber wieder jetzt zurückwechseln, deinstallieren. Ja. So, hier ist der. So, der Icarus ist ja auch schon gekommen für Courtney. Was? Ups, Entschuldigung. Falscher Rechner. Wir haben den falschen Rechner verkauft. So, du wolltest eine größere Festplatte, willst eine 800, willst auf 840 drin haben. Du hast jetzt aber nur 420 drin. Ich könnte also eine zweite einfach einbauen. Eine Summensack 420 NNV. Ja. So, Festplatte. Summensack 420. Aber das wär's ja denn schon. So, der hier hinten, das ist der zusammengebaute. Der braucht jetzt erstmal die Seriennummer. Zack, die CD kann raus. So, dann braucht er Treiber aus dem Internet. Hier ist ein 420er MZI-Board verbaut. Du hast die Treiber deinstalliert und kannst jetzt die Classified-Treiber wieder installieren. So, da warten wir auf die Festplatte. Hier haben wir... Virenscan wollte ich machen, oder? Ja. Noch nicht installiert? Ne, nur hochgefahren bisher. So. Hier noch mal einen Durchblick haben halt, ne? So, wieder installiert. Geräte sind wieder alle tutti. Okay, fahren wir wieder runter. Und packen mal die Sachen, die wir jetzt hier haben, einfach mal ins Regal zum Kaufen. So, bitteschön. Okay, gehen wir wieder hier hin und booten ihn, stellen ihn wieder ein auf die Werte, die wir hatten. 37, 104 mit 125, damit hat er funktioniert. So, du hast installiert, dann kannst du jetzt scannen. Du hast runtergeladen, dann kannst du jetzt installieren. Du darfst starten ganz normal. Ja, hier brauchen wir entweder einfach eine bessere Hardware, weil die einfach noch nicht besser läuft. Wir können auch mal den Benchmark laufen lassen. So, der scannt. Der installiert die Treiber gerade. So, jetzt brauche ich noch den Grafikkartentreiber. Hier ist eine GX7 verbaut. Du bringst mir das Summensack-Laufwerk für diesen Kunden. Zack, ein zweites einfach nur dazu.
Das war der hier. So. Bitteschön. So, das ist dann fertig. Der installiert. Der macht nochmal ein 4700 kostet der Spaß. Guck mal. So viel ist der Rechner gerade wert. 4700 Dollar. Der geklockte hier, der übertaktete. So, 12.354, genau den hatten wir ja schon. Das war der Wert, den wir zuletzt hatten. Genau, der beste bisher. Gut, weiter kommen wir aktuell nicht. Brauchen wir erst neue Hardware. So. Hier ist alles installiert. Jo, dann kann der jetzt runterfahren. Und diesmal soll man einfach mal dran denken, das Laufwerk wieder auszubauen. Sonst haben wir wieder keins. So, kurz warten, bis er fertig ist. Noch nicht ganz fertig. Jetzt ist er fertig. So, Laufwerk wieder raus. Das gehört mir. Bestätigen. Und bitteschön. So, hier ist unser Monster-PC. Kann ich noch da hinten irgendwo hinstellen? So, ist meiner. Mein Monster-Rechner. So, der uns immerhin, wie gesagt, will es noch mal erwähnen, ja, in der Liste hier auf Platz 27 gebracht hat. Ja, immerhin. Platz 27. Ob wir das da oben noch mal erreichen, mal schauen. Sind ja an sich nur, warte mal, 354, jo, 440 mehr an Benchpunkte. Mal schauen, ob wir noch bessere Hardware kriegen. Bessere CPU zum Beispiel. Also eine bessere Intel-CPU. Weil die haben wir ja drin hier oben. Das Monsterstück da mit 3310K haben wir drin. Ne? Und zeigt mir die Info nicht an für den Rechner. Stelle ich ihn halt dahin. So. Den 3310K, genau. Der 3320 hätte sogar mehr Power, aber der ist halt verriegelt. Den kann ich nicht übertakten, das ist das Problem. Ich bräuchte da einen, den ich noch übertakten kann. Und der E7, na, der bringt's nicht. So, wir sollen wieder einen Rechner zusammenbauen für ganze 3400 Dollar. Und ja, kriegen wir hin. So, Speicher wollte er wieder dieses Monster-Ding von Speicher haben. Allerdings ist diese Folge an der Stelle auch schon zu Ende. Denn ja, wir sind bereits durch hier heute und wir brauchen wieder dieses Board hier. Ne, nicht das Board, das Board, das ZX brauchen wir. Ja, ich würde mich allerdings sehr freuen, wenn ihr denn morgen wieder einschaltet. Ne, morgen ist Wochenende, entschuldigt. Wenn ihr Montag wieder einschaltet, schaltet Montag wieder zu und dann geht's hier bei uns einfach mal eben weiter. Ich verabschiede mich bis dahin von euch, wünsche euch ein schönes Wochenende und sage ciao, tschüss und ja, hoffentlich bis Montag. Tschüss!